Ägypten und Syrien sind Themen auch dieser Plenarsitzung. Die Lage der Christen und der Kopten hat sich besonders in Ägypten verschlechtert. Wieso hat sich der Westen in seiner anfänglichen Begeisterung für den arabischen Frühling so sehr getäuscht? Dieser arabische Frühling ist etwas, was von außen in die Staaten hineingebracht wurde. Es ist ja auffällig, dass von den sogenannten Aufständischen, die da erwischt werden, kaum einer den Dialekt spricht dieses Landes, ob das jetzt in Ägypten ist oder insbesondere aktuell in Syrien, sondern das sind Söldner, die von arabischen Ländern, in der Regel von den Golfstaaten oder von den Saudis, in diese Staaten hineingeschickt werden, jetzt namentlich nach Syrien, um dort Unruhe zu stiften und insbesondere Christen und Alawiten umzubringen. Die Mehrzahl der massakrierten Menschen in Syrien, das wird ja in den Systemmedien verschwiegen, sind ja Christen und Alawiten. Das heißt, es geht in erster Linie, so wie vorher schon im Irak, den Christen an den Kragen. Und da schaut der Westen zu. Und sagt, nennt das auch noch Frühling. Das ist eine groteske Situation, wo man schlicht und einfach versucht, ein Regime, das offensichtlich den Briten oder den Amerikanern nicht mehr ins System passt, zu kippen. Und diese Zeche zahlen in erster Linie die religiösen Minderheiten, namentlich die Christen und die Alawiten in Syrien. Das ist eine völlig falsche Politik. Es ist eine verlogene Politik und deswegen sieht man ja auch, dass der Westen nur mal mit Mühe vertuschen konnte, dass diese Söldner und diese radikal-islamischen fundamentalistischen Gruppierungen jetzt auch noch UNO-Blauhelme gekidnappt haben. Man stelle sich vor, die Regierung in Syrien hätte so etwas gemacht. Ja, das hatte man zunächst versucht zu vertuschen, dann konnte man es nicht mehr vertuschen, dann hat man natürlich versucht, ihnen rasch das Versprechen zu geben, dass sie Waffen bekommen. Und die Briten haben heute angekündigt, dass sie ihnen Waffen liefern werden. Das ist dagegen die Gegenleistung dafür, dass sie die Blauhelme freigelassen haben. Das heißt, der Westen lässt sich von Fundamentalisten und muslimischen radikalen Dschihadisten erpressen. Das ist niederträchtig bis zum Gehtnichtmehr. Der Westen zeigt hier, dass er eine völlig falsche Politik macht und die wird sich für uns noch in Europa und vor allem für die Christen dort rächen. Was müsste die Europäische Union tun, um den Christen dort wirklich zu helfen? Ja, das wäre mal zunächst einmal der Ansatz notwendig, dass man überhaupt den Christen helfen will. Aber die lassen ja die Christen komplett im Stich. Das heißt, der Wille ist ja gar nicht da. Dieses Europa leugnet ja seine christlichen Wurzeln permanent. Und daher ist es auch kein Wunder, dass man die Christen in Ägypten, in Syrien, im Irak und in anderen Teilen der arabischen Welt im Stich lässt. Um ihnen wirklich helfen zu können, müsste jede einzelne Unterstützungszahlung, jeder Euro, der dorthin geht, müsste an die Verbesserung der Situation der Christen dort geknüpft werden. Sonst geht's nicht.